Herzlich willkommen zu Deutsche Bank Collection Live Meet the Artist. Wir starten diese neue Talkreihe, um mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus unserer Unternehmenssammlung über ihre Arbeit und Werke zu sprechen. In diesen besonderen Zeiten, in denen der Zutritt zu den Ausstellungen selbst und auch zur Sammlung der Bank sehr limitiert ist, kann Deutsche Bank Collection Live Meet the Artist einen lebendigen und unmittelbaren Zugang zu aktueller Kunst und ihren Themen schaffen. Die Talks finden sowohl online als auch im Rahmen von Live-Events statt und bieten Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit des persönlichen Austausches mit den Künstlerinnen und Künstlern aus unserer Sammlung. Wir befinden uns heute Abend in der Ausstellung Time Present und haben Andreas Mühe, einen der Künstler, der hier mit seinen Werken vertreten ist, zu Gast und befinden uns direkt vor der Arbeit des Künstlers in der Ausstellung. Wir haben uns für diese Mischform aus Live-Talk und Zoom-Meeting entschieden, um das Gespräch für eine größere Runde öffnen zu können. Normalerweise haben wir im Atelier hier im Palais Populär bis zu 100 Gäste, um mit den Künstlern und Künstlerinnen zu sprechen oder um Konzerte zu erleben. Das ist ja leider nicht möglich. Wir möchten aber diese Begegnung auch in dieser Zeit ermöglichen und haben uns deshalb für dieses Format entschieden, die Begegnung live zu übertragen und später für Sie aufzuzeigen. Bevor ich Andreas Mühe und sein Werk näher vorstelle, möchte ich noch einige organisatorische und technische Punkte Ihnen vermitteln. Während des Gesprächs möchten wir Sie bitten, sich zu muten bzw. stumm zu schalten. Es besteht im Anschluss die Möglichkeit, persönliche Fragen an den Künstler zu stellen. Wir bitten zu gegebener Zeit dann um ein kurzes Handzeichen via Zoom-Chat. Sollte jemand technische Probleme haben, kann er dies gerne im Chat formulieren und wir versuchen, möglichst zu unterstützen. Darüber hinaus wird das Gespräch über YouTube auch gestreamt. Falls also etwas mit Zoom nicht funktionieren sollte, können Sie den Talk auch auf YouTube und Facebook verfolgen bzw. später dann abrufen. Zur ersten Veranstaltung, das ist die Premiere heute, es werden 8 weitere Veranstaltungen folgen, begrüße ich jetzt nochmals herzlich und auch direkt zugewandt Andreas Mühe, 1979 geboren in Karl-Marx-Stadt, hat eine Ausbildung absolviert bei Ali Kipenik und Anatol Kotte, ganz klassisch als Fotoassistent, Fotografenausbildung und war zuvor aber schon anfangs interessiert von diesem Metier bei CF Gundlach, dem Ruhigen. CF Gundlach und hat dort während der Schulzeit richtig Praktikum bereits gemacht. Also herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, ja. Wir stehen hier vor dem Exponat in der Ausstellung Time Present. Das heißt, es geht nicht weiter, ist 2008 entstanden. Und wenn man es vergleicht mit den anderen Werken in der Ausstellung, fällt besonders das große Format auf. Was hat es damit auf sich? Warum hast du dich und auch bei vielen anderen Werken, also eigentlich ist es durchgehend sogar, für dieses doch relativ große Format für Farbfotografie entschieden? Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite ja mit einer Großbildkamera, das heißt, ich arbeite analog, ich arbeite auf Dia oder ich arbeite auf Negativ und schaffe damit ja ganz große Aufnahmen mit einem hohen Informationsanteil. Und diese Qualität des Negativs oder des Quads kann man halt in einer angemessenen Größe auch gut präsentieren. Und wir haben ja ein Format 1:10, 1:40, das ist das Verhältnis 4:5, 4x5 Inch ist meine Aufnahmegröße, 10x12 cm, mit einer Laufboden-Linhof-Kamera aus München aufgenommen. Die gibt halt eine unheimlich gute Qualität her. Kannst du den Zuschauern Eindruck geben, wie groß diese Kamera ist? Ich glaube, da hat man gar keine Vorstellung, weil das ist ja auch die Menschen heute, die denken ja, dass sozusagen diese Größe ungefähr eine Kamera ist, aber meine Kamera ist ungefähr so groß. Es bedarf ein Tuch, es bedarf einer Lupe, es bedarf einem großen Stativ und geht im Prinzip dem ganzen Mainstream entgegen, in dem ich komme und die Leute denken immer, ich röntge sie. Und auch Geduld, oder? Es ist natürlich der Akt des Fotografierens selber, rein der technische Akt ist natürlich viel aufwendiger. Ich versuche immer schon so vorzubereiten, dass
der Mensch, der zum Porträt kommt oder die Arbeit, die ich umsetzen will, dann so kurz wie möglich verweilt, aber die Vorbereitung, der Aufbau, das Lichtsetzen, ich arbeite ja auch mit ganz unterschiedlichen Lichtformen zusammen und immer halt auch mit künstlichem Licht, das bedarf immer, wie ein Filmset muss man sich das ein bisschen vorstellen. Also diese Aufnahme ist auch mit künstlichem Licht? Es gibt natürlich das Licht im Auto, es gibt das Scheinwerferlicht, was in den Wald geht. Es ist da genau diese Grenze zwischen blauer Stunde und Dunkelheit. Das ist ja eine Arbeit, die unmittelbar nach dem Tod meines Vaters entstanden ist. Und auch so sie bewegt sich auf meinem eigenen Zeitstrahl, sie hat was mit Erinnerung zu tun. Ich war auf dem Weg nach Hamburg und wollte den Vater besuchen und die Nachrichten waren jetzt nicht mehr so positiv und das musste man alles wieder verarbeiten, was da passiert ist. Und dann habe ich ein Jahr später dieses Bild im Prinzip nachgestellt an derselben Stelle und habe komischerweise in derselben Woche, was ich erst später mitbekommen habe, dasselbe Wetter vorgefunden. Also es musste irgendwie auch so sein, dass ich diese Aufnahme mache und so ist es dazu gekommen. Ja, das ist also der Moment, den du nachgestellt hast, genau, ein Jahr später, wo du angehalten hast auf der Fahrt zu deinem Vater und erfahren hast, dass es sehr, sehr schlecht geht. Und, Also am Ende, jeder Mensch hat diese Momente, wo die nicht so guten Nachrichten kommen und dann muss man vielleicht, das Auto fährt jetzt nicht so schnell, aber auch mit so einem Auto muss man dann mal kurz anhalten, innehalten und vielleicht ist es genau dieser Moment und sitze ich ja da drinne und komme kurz vielleicht zur Ruhe oder auch nicht. Das ist so. Aber auch dieses Dunkle, dieses eigentlich, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, steckt ja viel dran. Ja, vielleicht, du hast schon genau den Übergang gebildet, auch durchgehend, also vom Format her, das sehr einheitlich ist und du hast ja erklärt, dass auch diesen technischen Hintergrund hat, erkennt man, so finde ich, ein Andreas Mühe-Foto auf den ersten Blick. Und zwar durch die Farbigkeit, durch die sehr zurückhaltende Farbigkeit, die man ja auch hier sieht. Und es scheint praktisch nie die Sonne. Es ist immer ein bisschen neblig, düster. Was ist da der Ursprung für dieses sogar oft durch diese Farbigkeit, durch diese fehlende Farbigkeit, durch diese etwas immer abgedunkelte Stimme, ergibt sich ja auch fast automatisch etwas Mystisches aus meiner Sicht. Von Blau zu Schwarz oder im Schwarz steckt halt auch viel drin und manchmal auch viel mehr Informationen, als man im ersten Moment aufnehmen kann. Ein großer Vorteil ist von so sehr dunklen Bereichen, dass Farben, die manchmal nicht so leuchten, in diesem Segment dann ganz doll leuchten. Vielleicht ist meine Welt manchmal etwas düster, aber es ist ja irgendwie, Fotografie ist ja wie Bildhauerei, also einfach mit Licht und irgendwie hat sich über die Jahre ergeben, dass in dem Dunklen doch mehr zu sehen ist und so ist das irgendwie, begleitet es mich die ganze Zeit. Ist es nicht vielleicht auch so, wie ja hier auch deutlich ist, an dem Scheinwerferlicht und an den Rücklichtern und dann so dieser Abendstimmung, dass das Licht selber natürlich viel dramatischer einen Effekt hat. Also das Licht, das künstliche Licht oder auch Bühnenlicht, kommt ja besser zur Geltung, natürlich, wenn die Umgebung auch im Dunkeln liegt. Also das wäre nicht dieser dramatische Effekt, wenn es nicht sozusagen im Dunkeln liegt. Wäre am helllichten Tag nicht möglich. Also das ist natürlich, da haben Sie ganz doll recht, bei diesem Beispiel jetzt hier. Aber mit Licht arbeiten oder auch mit Licht Dinge formen, aufhellen, verdunkeln, macht sich natürlich alles einfacher, wenn man das Drumherum, das allgemeine Licht auch besser kontrolliert. Also das kontrolliert man natürlich besser in dunklen und abgeschotteten Räumen. Oder es ist immer so eine Mischvariante. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch immer spannend, diesen Punkt draußen mit künstlichem Licht zu arbeiten. Also auch das vorgegebene Tageslicht wieder mit einzubeziehen. Und das ist halt auch absolut dann halt auch am Ende des Tages. Ja, Licht, die Funktion der Kamera selber, die Möglichkeiten der Kamera, das Thema Dokumentation von Vergangenheit, Festhalten von besonderen Momenten, ist auch das Thema der Ausstellung in vielen Variationen. Dazu sehen wir jetzt einen kleinen
Videofilm, der Ihnen einen Einblick in die Ausstellung insgesamt gibt. Die Ausstellung Time Present zeigt über 70 fotografische Werke aus der Sammlung Deutsche Bank, die zwischen 1975 und 2019 entstanden sind. Die 15 Künstlerinnen und 21 Künstler stammen aus 20 Ländern von Albanien bis Kamerun. Der Bestand an fotografischen Arbeiten in der Sammlung umfasst insgesamt über 5000 Werke. Das sind von kleinen klassischen Formaten bis zu Großformaten, mehrere Meter messende Werke, Schwarz-Weiß-Fotografie, digitale Experimente, alle Sujets sind vertreten. Wir haben uns für eine thematische Ausrichtung entschieden und wollen aufzeigen das vielfältige Verhältnis, die Beziehung zwischen Fotografie und Zeit. Auf der einen Seite ist Zeit ein technischer Faktor im Zusammenhang mit Fotografie. Auf der anderen Seite den kurzen Moment, den wir gar nicht wahrnehmen können, den kann auch eben die Fotografie festhalten. Dann aber auch die Vorstellung, dass in dem Moment, wo das Foto entsteht, die Gegenwart sozusagen zwar in dem Foto ist, aber sie ist auch schon wieder vorbei, also wird zur Vergangenheit. Inszenierung, über die Zukunft sozusagen nachdenken, bildnerisch nachdenken. Und diese verschiedenen Aspekte haben wir in 4 Kapiteln zusammengestellt und mit eben beispielhaften Fotografien, die mal mehr, mal weniger eng sich mit diesem Thema Zeit verbinden. Als nächstes würde ich gerne mit dir über ein Foto sprechen, das relativ aktuell ist. Es hat auch einen direkten Bezug zu deiner Familie. Es ist aus der Reihe Meshpoke und wir sehen dazu gleich eine Abbildung. Es sieht aus wie eine Familienszene zu Weihnachten. Im Vordergrund allerdings, diese, wenn ich das richtig interpretiert habe, Verlegeschienen von der Filmkamera, die dort sozusagen auf den Schienen läuft. Es ist die Familie von dir mütterlicherseits, Hahn 1 betitelt. Was ist der Hintergrund? Denn das Bild als solches entschlüsselt sich eigentlich erst, wenn du erklärst. Es ist ein wunderbares Familienfoto, aber es ist viel mehr und auch vor allen Dingen ein langer Entstehungsprozess. Du hast an dieser Serie 3 Jahre gearbeitet. Also Meshpoke ist auch wieder eine Arbeit, die sich auf diesem Zeitstrahl meiner Geschichte in diesem Fall bewegt, und zwar anhand meiner Familie. Ich habe die Familie meiner Mutter und die Familie meines Vaters dem Ganzen gegenübergestellt und habe, Leute haben sich wieder getroffen, die vielleicht nicht mehr zur Zeit auf dieser Erde sind. Also es gibt ein Familienalbum oder ein Familienbild, das so nicht mehr zustande gekommen wäre, aufgrund, dass der Mensch nur eine gewisse Zeit auf der Erde hat. Können wir dann das Foto von der Mühefamilie auch noch sehen, bitte? Und im Zentrum steht, wie gesagt, meine Mutter und auf der anderen Seite steht mein Vater. Die schauen sich gegenüber, schauen sich an und es gibt verschiedenste Insignien zu sehen, die mit dieser Familie zu tun haben. Auf der einen Seite sieht man den Weihnachtsbaum, auf der anderen Seite sieht man unter anderem eine alte Gummipflanze, die aus der Familie Mühe kommt. Es gibt eine Turmuhr, also es gibt so Verweise, aber am Ende ist es auch der Blick in eine Szenerie wie in eine Soap Opera. Man guckt sich das von außen an, man guckt auf eine Bühne, man hat ja viele Dinge, die auf Bühne und Theater hinweisen. Und am Ende sind es ja alles Dinge, die unheimlich mit dieser Familie zu tun haben, zu beiden Seiten. Und das wird sozusagen da jetzt komprimiert.
Grundthema war auch wieder was, die große Frage der Fotografie, wie kann man Momente festhalten? Sind sie nicht gleich in dem Moment, wo sie entstehen, eigentlich auch schon wieder Vergangenheit? Ja, mit diesen Themen beschäftigt sich Misch Pucher. Ja, vom Technischen her, du hast etwas mitgebracht, das ist genau, illustriert, denn es sind keine verkleideten oder mit Maske versehenen Schauspieler, die du fotografiert hast, sondern es sind aufwendig hergestellte, würdest du sagen, Puppen oder Modelle der Familie? Also ich habe den Katalog mal mitgebracht, der war aus dem Hamburger Bahnhof in Berlin, Museum für Gegenwart. Das war die Ausstellung letztes Jahr im Frühjahr und das beinhaltet im Prinzip die ganze Serie. Ich muss dazu mal das Wasserglas runterstellen. Und hier ist die ganze Geschichte drin. Also ich musste, um alle wieder zum Leben erwecken, musste ich erstmal ins Fotoarchiv gehen. Also es ist wie eine Archivarbeit. Ich bin zurückgegangen, habe mir angeschaut, wie war mein Vater um 40, wie war meine Großmutter um Ende 30. Also alle kommen zurück in einem Alter, der Tod sucht sich das im Prinzip im besten Alter aus. Er kommt in der Mitte des Lebens und ich habe die Mitte des Lebens mit 40 festgelegt. Ich habe die ganzen Fotos gesammelt aus dem Familienalbum, aus den Filmarchiven und habe die dann gewissen Leuten gegeben, die daraus wieder Masken, Köpfe gebaut haben, die wir später wieder abgefunden haben in Silikon. Also da nehmen wir einen ganzen Strang von Unternehmern mit rein, die im Prinzip dafür arbeiten, dass ich am Ende wieder ein Foto machen kann, dass die Personen alle wieder da sind und die Illusion entsteht, dass diese Familie mal so da war. Ja, also du hast dich sozusagen durch diesen Aufwand zurückgebeamt in die Vergangenheit und als wenn du dort schon Fotograf gewesen wärst und wenn du deine Familie so fotografiert hättest, wie sie damals wie sie hätte sein können. Also die Geschichte fing so ein bisschen an. Es gab ja immer so eine Arbeit von mir, wo Merkel durch Deutschland fährt und sich Deutschland anschaut. Und da war ich in der Villa Hügel und habe in der Villa Hügel mir das Bild der Familie Bohlen-Krupp-Halbach angeguckt und war so perplex und irritiert, wie sich sozusagen der Oberste der Familie sich das so ausgedacht hat, wie so ein Familienbild auszusehen hat. Also wer ist der geliebte Sohn, wer ist der ungeliebte Sohn, wo sitzt die Mutter, der geliebte Enkel, der ungeliebte Enkel und wie die sich ja auch Bühnen geschaffen haben mit einem Gobelin, mit einem Eisbären unten. Und das hat mich irgendwie doch gereizt, über eigene Familie nachzudenken und um es vielleicht etwas kürzer zu machen, am Ende bin ich halt jedem nochmal auf die Spur gekommen, was waren diese Personen eigentlich für mich, was war mein Großvater? Also es war immer auch wieder Schritte zurückgehen, nochmal eine Abfrage, was hat ihn ausgemacht, was ist das Bild, was bleibt. Und ich musste ja für jede Person auch die Position festlegen, den Gesichtsausdruck. Also im Prinzip ist das ja wie so ein, alles geht in einen Trichter und die Essenz des Ganzen, wie ich die Welt dieser Familie gesehen habe, spiegelt sich dann vielleicht dort wieder. Auch auf eine Reise zu dir selbst, dann zu dich selbst zu. Naja Gott, man hat ja immer irgendwann den Punkt im Leben, wo man sich das alles nochmal genauer betrachtet und auch Vergleiche zieht. Wer ist man selber? Wo kommt was her? Und dann muss man, glaube ich, in den Familienalben ein bisschen kramen und suchen und stochern und Fragen stellen. Und das ist eine Arbeit, die kann man machen, muss man nicht machen. Ich bin ganz froh, dass es jetzt erledigt ist und freue mich auf neue Themen. Ja, jetzt kommen wir nicht zu neuen Themen, sondern zu gehen schräg zurück hinter Seelenspucke und du hast viel gearbeitet als Porträtfotograf oder als Fotograf, der eben auch besonders bekannt war für Porträtaufnahmen, aber sehr ungewöhnliche Porträtaufnahmen und ein Werk, das wir auch für die Sammlung erworben haben, sehen wir jetzt, Kohl am Tor 2014. Was auffällt ist, die Person selber steht zwar im Vordergrund oder sitzt im Vordergrund, aber es ist relativ klein zum Bildformat insgesamt. Sie ist auch gar nicht in Vorderansicht zu sehen, sondern der Ex-Grund des Kanzler Kohl ist in Rückenansicht, damals schon schwer erkrankt im Rollstuhl vor dem, wir sprachen ja schon über Licht und Lichtwirkung, vor dem dramatisch erleuchteten Brandenburger Tor. Vielleicht
ganz kurz, weil wir kommen gleich noch zu einem zweiten Beispiel. Was war der Anlass, wofür hast du das Foto gemacht? Und was mich natürlich interessieren würde, wie fand Helmut Kohl das? Was hat er gesagt, das war das seine Idee vielleicht? Also wie hat er das empfunden? Dein Vorschein daran wahrscheinlich. Also der Anlass war 25 Jahre Mauerfall. Jetzt hatten wir ja schon 30 Jahre Mauerfall, also es ist ja ein paar Jahre her. Und das Schöne, um es kurz anzumerken, ist, dass vor 5-6 Jahren wurde ganz anders darüber gesprochen, wie heutzutage darüber gesprochen wird. Und ich finde die Entwicklung erstmal sehr positiv. 25 Jahre Mauerfall, Helmut Kohl steht im Osten, schaut in das Licht des Westens. Er ist sehr klein, weil natürlich am Ende des Lebens ist auch der Mensch klein. Dieses Brandenburger Tor, was so viel erlebt hat, was auch so viel benutzt wurde in alle Richtungen, der Schattenwurf dieses Denkmals, dieses Tores, der Schattenwurf des Rollstuhls, die Einsamkeit am Ende des Lebens, die Nachfrage ein, des Ganzen. Dann auch zum, wie, kurz bleiben und dann das nächste Wort vielleicht schütteln. Wie der Mensch, also überhaupt nach seinem Schaffen wahrgenommen wird, der Blick Prinzip ja auch auf dieses Licht der untergehenden Sonne oder der aufgehenden Sonne, man weiß es immer nicht. Also da steckt viel drin und mal anders gesagt, als ich in den 90ern groß wurde, gab es immer diesen Witz Apfel oder Birne und wir haben auf jeden Fall immer gesagt Birne. Wo man die Frage auf, was man zu schießen hat. Ja, dann ein Foto, das 2008 entstanden ist, also schon deutlich früher. Die neue Kanzlerin. Frau Merkel unterm Baum. Auch genauso ungewöhnlich, vielleicht noch ungewöhnlicher als bei diesem doch was staatstragenden Symbol des Brandenburger Tores. Die Kanzlerin auch relativ abgewandt in der Landschaft vor einem großen kräftigen, knorrigen Baum. War das Ihre Idee, Andreas? Ja, also ich denke eigentlich zu 99% aller Bilder sind hoffentlich meine Ideen. Also sollte Ihre bitte rausgeschrieben. Das war ich nein, das die Idee von Merkel. Nein, ja, das war meine Idee. Genauso wie bei Kohl, die Verhältnismäßigkeit von Menschen zu seiner Umgebung, entweder zur Architektur oder in diesem Falle zur Natur, was im Prinzip halt das beste Verhältnis ist, was jeder Mensch eingehen muss. Abgewandt, Blick über den Teich auf die Brücke. Menschen sind immer über eine Haltung zu erkennen, gerade auch Menschen, die natürlich auch im Medienlicht stehen. Dieses Abwenden lässt es auch schnell immer zu, dass man schnell diese Person auch genauso gut einnehmen kann. Das ist auch wie eine Einladung. Und ja Gott, das Rückenporträt in der Natur ist ja von vielen großen deutschen Künstlern gern gewählt. Ja, aber es ist natürlich auch eine Ironie, damit zu spielen, wenn Leute, die so bekannt sind, sie zu bitten, bitte nicht in die Kamera zu schauen. Also es ist auch immer ein schönes Spiel vor Ort. Und ja, ich habe ja über 10 Jahre als Porträtfotograf gearbeitet und habe mich ja auch an diesen Nullerjahren in Berlin auch damit mit einer gewissen Dekade auch abgearbeitet hier und habe da auch großen Spaß daran empfunden, innerlich Dinge voranzutreiben in meinen Ideen, also wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich Menschen verkleinern und das etwas, oder der Versuch immer das Unerwartete dann auch wieder in die Redaktion zu bringen und dann sich manchmal auch viel Ärger einzuheimsen, wenn es dann nur 1 oder 2 Bilder waren und dann die Diskussion losging, warum sind denn da nicht mehr Bilder zu sehen? Und das ist ja auch gerade durch die Technik, das ist natürlich viel aufwendiger, als wenn man irgendwie 100 Fotos digital macht. Und mit der Großbild kannst du keinem hinterherrennen. Ne? Du hast dieses Bild und darauf ist alles eingerichtet und eine Frau wie die Bundeskanzlerin hat ganz viele andere Dinge zu tun, als mehrere Motive für mich möglich zu machen. Also musste das immer alles sitzen und ähnlich war es auch mit Kohl. Also ich meine, der wurde. Weißt du, ob die Kanzlerin es selbst aufgehängt hat bei sich, ob sie jetzt, oder war das jetzt für, ich glaube, es war für den Zeitschrift? Es war damals für den Stern und
das Angenehme von Frau Merkel ist ja, dass sie so nicht so prätentiös ist und ich gehe nicht davon aus, dass sie sich das Bild selbst aufhört. Okay, dann glaube ich, können wir anfangen mit den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die per Chat jetzt vielleicht reinkommen oder reingekommen sind. Und ich würde dann mal vorlesen, was es da an Fragen an dich, Andreas, gibt. Jetzt sollen wir doch hier einen Moment warten. Ja, vielleicht schon mal, während ich warte, dass die Fragen hier reinkommen, was mich noch interessiert, nach deiner Ausbildung, klassischen Fotografenausbildung, was war denn rückblickend der erste Meilenstein, der Anfang sozusagen deiner Laufbahn als Fotograf, vielleicht die erste Ausstellung, die ersten Veröffentlichungen, die es gab, die du gemacht hast? Also ich habe ja früh angefangen für die deutsche Medienlandschaft, also für den Stern, für den Spiegel, für die Süddeutsche, für die Magazine, dieser Zeitmagazin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was so die ersten Highlights waren, aber eine der ersten wirklichen Ausstellungen war dann im Jahr, glaube ich, 2008 oder 2009 bei Camera Work hier in Berlin, eine große Ausstellung. Und dann das war aber doch schon, das ist ja eine der renommiertesten Galerien, das war ja schon gleich, bist du hoch eingestiegen auf jeden Fall, ja. Vielleicht bin ich so hoch eingestiegen, weil ich 10 Jahre ganz fleißig war und eine Dekade dieses Berliner Wahnsinns porträtierte und das vielleicht dadurch einen Grund gab, damit einzusteigen. Aber ja, das ist eine sehr renommierte Galerie. Und das waren Fotos aus dieser Zeit. Das waren die Fotos von den ersten 10 Jahren und dann das hat dann wieder ermöglicht, dass ich dann weitergegangen bin und dann habe ich mich der großen Arbeit über Salzburg angenommen, an der ich dann so 3 Jahre in Berchtesgaden gearbeitet habe. Und so habe ich immer mir versucht, alle paar Jahre so ein großes Thema zu setzen. Und dazwischendurch sind ja auch immer wieder kleine Sachen entstanden. Also die erste große Ausstellung zum Obersalzberg war dann in der Galerie KG Gebauer bei dem Ulrich Gebauer. So gab es unterschiedliche Highlights. Es gab in den letzten Jahren so Ausstellungen in den Deichtorhallen. Das ist ja Hamburger Bahnhof. Ja. 2017 war Deichtorhallen, dann gab es noch im Red Brick Museum in Peking eine große Ausstellung. Dann gab es eine Weiterentwicklung von den Deichtorhallen, gab es dann bei dem Johann König in der Galerie. Also es gab immer wieder große Dinge, die man zu bewältigen hatte. Ja, und aktuell, ich weiß es schon, aber ich glaube, es ist sehr spannend auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Ausstellungseröffnung steht bevor mit einem ganz neuen Werkkomplex hier in Berlin, auch an einem ungewöhnlichen Ort, Andreas. Genau, am 8. Oktober eröffnet hier in Berlin im Rahmen des EMOP, European Minds of Photography, in der Matthäuskirche im Berlin-Tiergarten die Ausstellung Hagiographia Biorobotica, also die Heiligsprechung der Biorobots, der Liquidatoren, der Menschen, die 1986 den Reaktor in Tschernobyl und das Umfeld säuberten, damit sozusagen ein neuer Sarkophag gebaut werden kann und das Ding im, sagen wir mal, so gut wie es ging zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle zu halten. Und das ist eine Befragung von Heldentum, Befragung überhaupt, gibt es Helden in der heutigen Zeit? Gab es Helden? Und wenn Was waren meine Helden? Und wenn ich bin in mich gegangen und habe gedacht, na, wenn es wirkliche Helden gab, dann waren das die Biorobots von damals. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich habe es auch selbst noch nicht gesehen, die neuen Aufnahmen. Und das ist ab 8. Oktober ab 19 Uhr in der Kirche. Und die Ausstellung geht, glaube ich, bis zum 14. Februar. Und die Matthäuskirche hatte jetzt schon ein paar tolle Ausstellungen. Aktuell ist noch Leiko Ikamura. Davor war Norbert Bisky. Es ist ein toller Ort und der Pfarrer macht ein tolles Programm und die Kuratorin Dr. Christina Schrey hat da eine tolle Arbeit
ein tolles Konzert geliefert und ja, ich freue mich drauf. Ja, super. Jetzt kommen wir noch zu weiteren Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Andreas, hier kommt eine Frage von Christina Merz. In einem Interview hast du einmal gesagt, Fotografie ist gut, wenn sie auffühlt. Was genau meinst du damit und siehst du das immer noch so? Naja, auffühlt, also Themen wie Missbrüche, Themen wie Machterhalt, Machtverteilung. Also eine Fotografie muss für mich halt immer irgendwie was verhandeln und einen gewissen Reibungspunkt haben. Und an so einem Thema versuche ich mich abzuarbeiten. Ja. Und es ist, die deutsche Geschichte ist back and forth einfach sehr interessant. Ja, oder Chernobyl, wie du gesagt hast, die Jugend, die Helden, meine Jugend, Entschuldigung. Ja, die Helden, die vergessenen Helden auch. Ja. Ne? Also es gibt auch Fukushima, es gibt auch Helden, die jetzt durch diese Krise, dieser Corona-Pandemie gegangen sind. Aber gibt es wirklich Helden? Ja. Andreas Mühe, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem ersten Livestream mit den Künstlerinnen und Künstlern unserer Fotoausstellung Time Present hier im Palais Populaire. Morgen geht es weiter um 11 Uhr mit meiner Kollegin Britta Färber und einer Fernleitung aus Singapur, Sao Fei. Und ich bin wieder hier in der Ausstellung, nur ein kleines Stück weiter mit Axel Hütte vor seinem Foto und wir sprechen über seine Sicht der Fotografie. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.